Meine gesagt, man hält sich in Grenzen. Ich kotze nicht. Hey Friends, wir sind zurück beim neuen YouTube-Video. Ich habe noch nie ein YouTube-Video mit Anna und Kat gemacht. Hi. Echt? Hi. Auf Premiere. Hi. Und wir machen heute Spill Your Guts, Fill Your Guts. Also wir haben... Ja. Mach du. Ja. Wir haben hier unangenehme Fragen drin, also richtig unangenehme Fragen, wo uns Leute auch dafür... Canceln können, ja. Und wenn wir es nicht beantworten wollen, dann müssen wir was Ekliges essen. Genau. Ja. Also man entscheidet immer vor der Runde, was Ekelhaftes gegessen wird. Und wir haben zum Beispiel Hanseatenröllchen mit Paprika. Katzenfutter. Hering im Gelee. Und das ist Hausmacher-Bestkopf. Wow. Was? Was ist das? Es gibt Leute, die das wirklich... Was ist das? Das ist wirklich mit 15% Schweinekopf. Wir müssen noch überlegen, wer anfängt, gell? Einfach Anna fängt an und dann noch eine Reihe, oder? Was? Okay. Ching, shang, shang. Ich bin schon mal nicht. Aufgeregt. Ching, shang, shang. Ching, shang, shang. Wir müssen jetzt überlegen, was wir für Kat. Ja, wir machen den Presskopf. Sollen wir den Presskopf machen, dann haben wir den weg. Okay. Ey, ihr seid Kat Zeug Opfer, Alter. Hausgemachten Presskopf. Erstmal. Nein, oh mein Gott. Und jetzt musst du eine Frage ziehen. Ich bin gespannt auf die Fragen. Die Fragen habt ihr übrigens gestellt, das sind alles eure Fragen. Mit welcher Marke würdest du niemals zusammenarbeiten? Oh, das wäre easy. Er ist easy. Also eigentlich diese Sex-Toys-Sachen so... Eis.de. Boring. Ja, aber sorry. Der Presskopf ist doch jetzt raus, oder? Ja, der, nein, nee, oder? Der ist noch drin, Alter. Jede Runde machen wir dann jetzt den Presskopf. Nein, den lassen wir. Bis jemand den essen muss. Also ich bin immer ein Fan davon, das noch ein bisschen zu erklären, so warum. Ja, wie unangenehm ist es vorzustellen? Ich weiß auch nicht, ich bin da richtig prüde. Du findest doch auch keine, oder? Nee. Ich bin für Hering im Gelee. Oder die Hanseatenröllchen. Aber das könnte noch ganz, also klingt noch ganz lecker. Mit Paprika fein würzig. Guck mal, das hier mit Süßungsmittel und Schweinegelatine. Oh ja, das klingt richtig ekelhaft. Okay. Mann, ich hasse. Oh mein Gott! Ich hasse die Frage. Lies mal vor. Nenne einen Influencer, dessen Content du nicht feierst, aber trotzdem folgst. Spill the tea. Also jemanden von uns, einen Freund, der ist nicht so Kylie Jenner oder so, ne? Scheiße, ne? Boah, Alter, ich kann dir 10.000 nennen. Hä? Nicht so. Was macht ihr für Content? Ah. Wie das geht? Okay, ich esse. Okay, ich mach die auf. Ich hasse euch. Vor allem ich hasse Fisch. Also ich kann. Leute, sorry. Aber wer kauft sowas? Wir sind einfach durch den Laden gegangen und haben einfach das eingekauft, wo wir fast gekotzt hätten. Ich mach dir einfach nur eine Gabel voll. Nein, mach eine kleine Gabel. Hallo, warte, das mache ich selber. Ja. Was, so viel? Ja, das würde nicht mehr Milan Nala essen. Oh mein Gott, das ist richtig viel. Komm. Boah, ich riech's schon. Komm. Oh mein Gott, warte, das kostet richtig viel Überwindung, gell? Alter, auf mich schon 10 Sekunden im Mund halten. Aber keine Sekunde, Alter. Übel. Die ist richtig wie Kindle Jam. Oh, übel. Ich kotze wirklich heran. Wie deine. Wie die Spucke, so der Spuckfaden. Oh, das ist so eklig, wir kommen mit Tränen. Es ist Janik dran. Katzenfutter, Schweinekopf, Blutwurst. Ja, aber ich glaube. Das sieht aus wie so eine gepresste Kackwurst. Nee, Blutwurst. Komm, nimm die Blutwurst, scheiß drauf. Was war deine schlimmste Kooperation? Weiß sogar eine von dir. Ich weiß eine von dir. eine, ja, man redet mir darüber. Okay, also meine schlimmste Kooperation war, glaube ich, doch schon Huawei-Kooperation, weil... Apple all the way? Jetzt ist es raus. Er brauchte ja das Geld. Ich war jung und ich brauchte das Geld. Würde ich nie wieder machen, ne? Ja. Okay, was geben wir Kat? Glas Wurstwasser trinken. Was ist das? Oder so eine Chilischote. Niemals würde sie ein ganzes Ding essen. Nachher ist gar nicht so schlimm. Ja, egal, scheiß drauf. Was? Ich sehe schon, oh Mann.
sympathiemäßig einordnen. Steffi, Paddy, Katrin, Anu, Vater. Von Best to Worst. Sorry, Paddy und Katrin, aber Vater finde ich einfach voll lustig. Deswegen kommt Vater zuerst. Dann Paddy und Katrin. Ich finde die für mich auch. Also Paddy und Katrin. Du musst schon einordnen. Ja, Paddy, Katrin. Steffi, Anu. Oh mein Gott, bist du mutig, ey. Oh mein Gott. Okay, Yannick. Katzenfutter oder Kapern? Aber das musst du komplett runterschlucken, weil es eine Paste. Das sieht auch so ekelhaft aus. Also eigentlich finde ich Katzenfutter richtig geil, aber ich finde, das sieht so ekelhaft aus. Mit Geflügel und Leber. Das würde ich erst die Frage... Ich will erstmal dran riechen. Man will sich schon darauf vorbereiten. Aber wir haben übrigens Katzenfutter geholt. Eigentlich wollten wir ursprünglich Hundefutter holen, aber damit wir es danach noch verwerten können. Nee, also die Frage ist, welcher Influencer ist auf Insta am fakesten? Das ist voll schwierig, finde ich. Findest du? Mhm. Anna hat schon jemanden. Ja gut, aber es kann ja jemand online, also online fake rüberkommen. Aber in echt ist er voll sympathisch. Ja genau, deswegen auch. Auf Insta. Ach so, auf Insta, stimmt. Okay, auch vom Content. Oh mein Gott. Ui, das hat schon gespritzt. Wer ist auf Insta am fakesten? Cheers. Oh mein Gott. Okay. Ist dann noch drin? Ja. Okay, ich will gerade immer noch das Würstchen Wasser geben. Okay. Also, warte, hol den Glas. Das sind eigentlich echt chillige Sachen, ne? Was würdest du mir geben? Oder die Kapernäpfel? Ich würde ihr wahrscheinlich auch irgendwie die Blutwurst anbieten. Oder einen Löffel Wasabi. Oder einen Löffel Wasabi. Das ist schon, ich kann mal das noch so ein Stückchen mit drin. Ja gut, Moment, du entscheidest hier nicht, oder wir geben ihr den Presskopf. Das muss irgendjemand mal probieren. Hat sie ja vorhin schon gehabt. Ich hatte gerade schon. Und sie war ehrlich, also fand sie das richtig ekelhaft. Okay. Was ist zwischen Anna Johnson und Kamuschka passiert? Ich weiß die ganze Geschichte gar nicht so richtig. Ach so, ja, doch. Ja, wir kennen nur eine Seite. Ja, genau. Ach so, ja. Und ich finde die eigentlich an sich gar nicht so schlimm, oder? Alter, du, jetzt ess doch mal was. Also, das was... Ich glaube, das ist eine richtig vielgestellte Frage, ne? Ja, also das, was ich weiß, also die haben zusammen Oh April gegründet, dann haben sie gemerkt, dass es doch in verschiedene Richtungen geht und dass sie dann doch nicht eine Meinung sind. Das hat, glaube ich, Anna und Carmen schon erzählt. Und dann hat sich halt Anna von Carmen quasi abgekapselt, hat dann aber in der Zeit Presets rausgebracht, also Preset-Online-Shop. Und Carmen hat das gleiche auch irgendwie gemacht und das fand dann irgendwie Carmen nicht so gut. Weil das war ja doch damals, das war der Anfang, wo doch damals den Carmen geheult hat auf den Philippinen. Und deswegen hat sie doch geheult, weil sie gesagt hat, sie würde niemals Anna so hintergehen und währenddessen was anderes aufbauen, wenn sie zusammen in der Waifu arbeiten. Ja genau, und das waren diese Presets, der Preset-Shop. Und das Hauptding, warum sie sich dann getrennt haben, war wegen, also auch April und wegen Presets. Wegen den Presets und... Das war ja voll spannend eigentlich, weil ich glaube Anna meinte, sie bringt ihre Presets am Sonntag raus, hat es angekündigt, ich glaube eine Woche vorher. Und dann hat Carmen gesagt, sie bringt ihre am Samstag raus. War das irgendwie auch so, dass Anna irgendwie so Sticker rausgebracht hat und Carmen hat dann einen Tag später gezeigt, wie man das einfach selbst machen kann? Ja, aber das war ja schon, danach, aber wo es angefangen hat, war es ja mit den Presets. Aber man muss noch dazu sagen, alles was wissen wir jetzt auch nur von einer Seite oder auch von Social Media. Oder sogar von anderen oder Seiten. Oder von anderen Erzählungen. Also ja, genau. es könnte auch nicht... Richtig also sein. Wir müssen uns nicht glauben. Ja genau, wir müssen uns nicht glauben, wir wissen es auch nicht genau. Aber ihr könnt es. Aber das ist so grob, so was wir mitbekommen haben. Was gibt ihr mir? Warum? Für mich gibt es Wurstwasser. Haben wir das nicht schon? Nee, ja. Ja, warte mal, das haben wir noch nicht. Oder Kapern. Kapern, nicht mehr Kapern. Okay. Nachher schmeckt's gut. Bewährte IG-Stories. Sonny, Lisa Marie Schiffner, Sarah Harrison, Liz Keber und Anna Johnson. Von Best to Worst. Boah, also ich werde dich bewerten, ich werde niemals einen Kapernapfel essen, gell? Aber Katzenfutter so. Ja, ich so. Bewährte IG-Stories. Sonny, Lisa, Sarah Harrison, Liz und Anna.
Von Best to Worst. Mhm. Okay, also Best Anna Johnson. Ah, da gibt's hier echt Mühe, ey. Ja. Dann Liz, dann Sonny, dann Lisa und dann Sarah Harrison. Okay. Wir haben jetzt bei alle zwei Sachen beantwortet, gell? Also wir hatten alle jetzt zwei Fragen. Ja. Du hast gar nichts gegessen, ne? Nee. Die hat alles beantwortet. Ja, wir haben zwei Sachen gegessen, also die Leute sind richtig unentertained. Nee. Also wenn ihr noch ein paar zwei wollt, nee, dann keine dann, Ahnung. Nicht mit uns. Ich schreib's aber in die Kommentare. Dann können wir mal einen Spoiler. Okay. Ein Spoiler könnte sein, nenne einen Influencer, der alles für Geld macht. Also falls ihr Part 2 wollt, dann. Ja, wie ihr wisst. Okay, also bis dann. Ciao. Tschüss.